Wenn man merkt, so nach einem kurzen Gespräch, der reißt das Maul auf und lässt sich dahinter. Ne? Viel Lärm um nichts oder so. Da habe ich immer dann gesagt, je größer der V sein Rad schlägt, umso besser sieht man sein Arschloch. Ne? So. Mike Business ist meiner Meinung nach ein Battle, wer der coolere ist. Also das wer ist, der coolere ist. Ja. Ist es die Bar oder ist es der Gast? Wenn der Gast der coolere ist, weil Alter, was, ich bin hier der Chef im Ring und wir glauben das und lassen ihn das auch so merken, weil er vielleicht den Tausender rausreißt für den Champagner. Okay, hat er gewonnen. Wenn wir die cooleren sind, super. Der eine wird, der will selbst vor allen Dingen saufen und Spaß haben. Das macht er dann 15 Jahre und dann ist er tot und hässlich oder beides. Also ich sag mal so, ich nenne mich mal Wochenendalkoholiker, weil am Wochenende ohne Sprit hier, das geht mal gar nicht. Also ich habe das mal gemacht, mal 2 Monate ausgesetzt mit dem Saufen. Ich stand hier am Wochenende, ich werd wahnsinnig. Das hältst du einfach nicht aus. Das ist so. Ich glaube, man muss schon wie so ein Anwalt. Ja. Schweigepflicht. Nicht viel reden über die Gäste. In einer Arztpraxis. Wir haben das Talent, talentfrei durchs Leben zu kommen. Das ist auch ein gewisses ich Talent. Ich habe zwei linke Hände. Wenn ich talentfrei durchs Leben zu kommen. Schlauch, dann ist da ein Loch drin. Ja. Handwerkern geht nicht, am Auto rumschrauben geht nicht. Kann ich auch eigentlich gar nichts.